Herzlich willkommen zurück bei Mittelerde, Mordors Schatten. Yo, Leute, wir wollten mal eben schauen, wie es eigentlich aussah. Wir hatten hier für den Bogen eine neue Fähigkeit. Ich würde mal schauen, was wir hier gekriegt haben. Zum einen scharfes Auge. Bei Schleichtötungen mit dem Bogen werden 30% Fokus wiederhergestellt. Und wir haben hier noch, stellt bei jedem Schattenangriff 34% Fokus wieder her. Okay, der Windreiter auf dem höheren Level. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier den Windreiter weg und dafür kommt Windreiter Stufe 9 rauf. Und hier drüben könnten wir noch eine weitere Rune freischalten, theoretisch. Wie viel haben wir noch? Ja, wir haben noch ein bisschen was. Kaufen wir den dritten Runenplatz, um hier dem Schwert noch eine weitere Rune zu ermöglichen. Und da könnten wir jetzt wählen zwischen Pfahl wie Knochen, Chance von 37% beim ersten Treffer einer Trefferserie einen automatischen kritischen Treffer zu verursachen. Oder aber, zu den Toten stellt bei einem Greifen, Abstechen 34% Fokus wieder her. Das ist nicht so wichtig, deshalb nehmen wir erstmal das. So, okay. Das war es dann hiermit. Und Saurons Armee wird langsam aber sicher hier so ein bisschen dezimiert von uns. Nicht schlecht. Ich würde gerne die Hauptquest jetzt halt mal ein bisschen fortführen hier in dieser Folge. Haben die mich jetzt gesehen oder nicht? Wenn der hier aus dem Zelt rauskommen sollte, ist er tot. Na okay, er ist also tot. So, okay, alles klar. Das war schön. Das war schön, das war schön. Da rennen ein paar Sklaven rum. Hier vorne wächst noch irgendwie so ein Kraut. Das könnten wir mal einfach mitnehmen. Und ich weiß ja, dass die anderen beiden, die mögen diese Viecher nicht. So, ich würde ganz gerne mir das hier einmal markieren. Der Geist von Mordor. Da müssen wir hin. Wo befinden wir uns gerade? Dort. Da muss ich mich nicht extra teleportieren. Das können wir auch so schaffen. Hier vorne allerdings ist noch eine kleine Quest, die ich dann mal eben schnell abschließen würde gern. Und zwar sollen hier irgendwo wieder Leute gequält werden. Wahrscheinlich hier oben, ne? Ah ja, genau. Okay. Da würde ich sagen, zerbrochen. Den Auftrag starten wir mal eben. Ein paar zerbrochene Werkzeuge haben diese Sklaven zu tagelanger Folter verdammt. Töte die Uruks, die sie bewachen, und rette die Sklaven. Wert gemacht, Boss. Wert gemacht. Okay, ich soll zwei durch eine Vorsprungtötung. Linksshift und Tempo mal von dabei nach. Ah, um von unterhalb. Okay, warte mal, das habe ich noch nie gemacht. Das wäre mir neu. Warum flehen die Sklaven andauernd um ihr Leben? Sie wollen mich nur ablenken, damit sie leichter entkommen können. Mist. Schade. Okay, ich habe jetzt gerade nicht gesehen, wo noch Uruks waren. Da drüben einfach mal hin. Irgendwas? Was für ein Irgendwas? Ärger. Die Art von Ärger, für die wir unsere besten Äxte. Ah, da oben ist einer. Okay, warte. Den probieren wir mal mit dieser Vorsprungtötung zu killen. So, dafür muss ich hier rüber. Hey, hier rüber. Wenn du Rauch zähmen willst, brauchst du mindestens 10 Uruks und ein paar schwere Ketten. Ah, Mist. Das hat nicht geklappt. Ich gehe nochmal runter. Warte. Ich gehe nochmal kurz runter. Und dann, wenn ich ihn jetzt hier so sehe, geht's immer noch nicht, wa? All diese Bleichhäute verpesten die Luft auf Festung, Mann. Mist. Das ist gar nicht mal so übel. Geht nicht. Nee, das war jetzt auch keine Vorsprung-Tötung. Der muss quasi irgendwo da drauf sein oder so. So, warte mal. Den hier würde ich jetzt gerne mal eben befreien. Der erste Sklave, den wir losbinden. Dort drüben sind noch mehr von uns. Bitte hilf ihnen. Jo, jo. Wird gemacht. Schade, dass hier kein Lagerfeuer ist. So, okay. Dann würde ich sagen. Was? Würmer geben die Schwächen deines Hauptmannes preis. Ah, okay. Oh Mann, das war ja mal krass. Okay, und die anderen müssen wir jetzt, wohl oder übel, im Nahkampf erledigen. Da beginnt die Schlacht auf ein neues. Sehr schön. So kann ein wunderbarer Tag beginnen. Und zwar
damit, dass man Orks abschlachtet. Yay, da kommt Freude auf. Da hat jeder Spaß für die ganze Familie. Oh, wuhu. May, irgendjemand schießt hier auf mich. Ah, das sind wieder diese dreckigen... Das sind wieder diese dreckigen Speerkämpfer. Ich hasse euch. Ihr versaut mir dauernd meine Kombos. Na komm. Und... Komm schon, kill ihn. Ah, hat wieder den Falschen erwischt, leider. Ich wollte gerne eigentlich den da hinten killen. Oh. Oh, 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 oh. Wer kann mich jetzt hier erledigen? Er. Er wird mich aber nicht erledigen. Nein, da weiß ich mich zu wehren. So, mein lieber Freund. So kriegst du mich nicht. So kriegst du mich nicht. Das wäre ja gelacht, wenn du, dreckiger Ork, mich so schnell erledigt kriegst. Nee, nee, nee. Das haben schon ganz andere probiert. Das haben schon ganz andere probiert. Sind das nur noch die beiden? Wenn das jetzt nur noch die beiden sind, dann würde ich den hier nämlich gerne mal eben... Oh, oh. Ah, Mist. Da war wirklich noch der noch am Leben. Okay, dann musst du halt jetzt erstmal draufgehen. Ich bekomme meine Beute noch. Irgendjemand von euch beiden wird noch hier für ein Dingens herhalten. Für ein Verhör. Genau, das ist das Wort, was ich suche eigentlich. Oh, ich kann ihn nur noch töten. Na gut, dann tut's mir leid für dich. Dann musst du wohl oder übel sterben. So, und hier oben soll auch noch irgendwo einer sein. Vielleicht kann ich bei dem ja eine Vorsprungtötung machen. Wo ist der? Da. Ah. Okay. Einen solchen Schrecken eingejagt hat, dass er seine Axt verlor. Ich habe sie ihm wiedergebracht, indem ich sie in seinen Rücken schlug. Nee, das wird auch nichts. Na gut, dann. Ich glaube eher, du verdienst einen Tod. So, okay. Alles klar. Ist auch nicht so schlimm, falls wir die Bonusaufgabe mal nicht fertig kriegen. Das werden wir auch überleben. Und dann holen wir uns dafür mal zumindest die, die Orks, die Viecher halt hier hinten. Ich hab gesehen, wie du das Werkzeug zerbrochen hast. Sehr witzig. Ach ja, hast du gesehen? Das ist aber jetzt ärgerlich. So, ey, das war aber nicht cool. Das war überhaupt gar nicht cool. Ich wollte eigentlich nur blocken. Und zack, schon ist ein Ork tot. Oh, Moment. Das ist schon wieder so ein dreckiger Fernkämpfer. Oh, wieso hat der denn da das überlebt? Ey, was ist denn mit dir los, Junge? Alter, das gibt's nicht. Ah, das ist... Leute, das ist irgend so ein kranker Typ. Sag das doch. Das kann ich doch nicht sehen. Das kann ich doch nicht riechen. Ah, das ist ein Hauptmann, den wir suchen. Waldläufer, Lorm Elbenschlechter. Oh doch, mein lieber Freund. Jetzt erst recht, das kann ich dir sagen. So, wo sind denn deine Lakaien, wenn du sie mal brauchst? Da liegen sie am Boden, wenn du sie brauchst. Wie wär's, wenn ich dir mal eben so einen kleinen Finishing-Move verpasse? Und dann bist du schon Geschichte. Oh. Euer dreckiger Hauptmann ist tot. Lang lebe der neue Hauptmann. Und wir haben wieder ein bisschen was an Macht bekommen. So, die hauen natürlich wieder ab. Wir nehmen hier aber natürlich die Rune für unser Schwert mit. Und ja, da muss ich auch noch ein paar Runenfähigkeiten freischalten. Wir haben momentan noch recht wenig Runen. So, ich würde die jetzt erstmal gerne schnell befreien. Lasst uns nicht im Stich. Komm schon. Sehr gut, die sind befreit. Danke, Waldläufer. Und, oh, Vorsicht. Nimm... Oh, 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 oh. Okay, Mist. Gegen den hatte ich gerade keine Chance. Denn meine Pfeile waren mal wieder leer. Das Problem hatten wir schon mal, ne? Ihr erinnert euch. Komm schon, du sollst ihn abstechen. Aua, in die Weichteile. Das ist nicht nett gewesen. Also irgendwo hört der Spaß auch mal auf. Und zwar genau an dieser Stelle. So. Na, wie geht's dir, du dreckiger Fernkämpfer? Ich freue mich schon darauf, dass du jetzt hier im Nahkampf gegen mich kämpfen musst. Erstmal die Sklaven befreien. Sehr schön. Und es gab ordentlich Erfahrung und auch ordentlich von der Bonusressource. Durch das Abschließen von ausgestoßenen Rettungsaufträgen ist es sehr wahrscheinlich, dass Ausgestoßene dir helfen, indem sie dir Informationen über Hauptmänner bringen. Ah. Für eine einzige zerbrochene Schaufel. Diese Na, alles klar bei dir? Was wahre Grausamkeit ist. Sehr schöner Finishing Move. So, wer hat gesagt, dass ich gleich sterben werde? Warst du das? Hast du das gerade ernsthaft behauptet? Dann, ja, will ich hiermit mal gerne
deine Behauptungen entkräftigen. Hier vorne ist im Übrigen wieder ein Turm, Leute. Und den werde ich dann direkt mal einfach aktivieren. So, rein in den Geistermodus. Und dann können wir hier nämlich unseren Teleport sozusagen aktivieren. Das gefällt mir. So, das wird erneuert. Zack. Und damit haben wir das jetzt hier auch schon mal fertig. Sternenmond, das sieht Hildin. Sehe die Steine, ich wollte hier hin eigentlich. Oder halb erinnerter Vergangenheit. Können aber erstmal zu dem anderen Turm. Gehen wir halt erst zu dem nächsten Turm. Da will man nur eine Hauptquest machen und dann gerät man hier von Abenteuer in Abenteuer. So schnell geht das. So, und ich würde gerne mal schauen bei Verbesserungen. Fähigkeitspunkte haben wir schon einiges. Uns fehlt aber noch 97 von diesem Zeug, damit wir das freischalten können. Hier haben wir einiges. Ich müsste beim Schwert mal einen weiteren Runenplatz freischalten, denke ich. So, genau. Das hat schon mal gut geklappt. Und dann kann ich jetzt hier im Schwert nämlich die zweite Rune auch belegen. Und dann wollen wir mal gucken. Schwertlegenden, 0 von 10, 2 von 10. Ah, okay. Ja, hier. Was kann hier rein? Oh, da haben wir sogar schon zwei neue Dinge. Einmal die 15%ige Chance, 5 Gesundheit zu regenerieren. Oder stellt bei einer Klingenhageltötung 9% Gesundheit wieder her. Wir nehmen erstmal das hier. Ich könnte theoretisch... Warte mal, komm. Ja, wir hauen uns hier den nächsten Runenplatz auch noch direkt rein. Wir haben es ja gerade, Leute. Wir haben ja gerade so ein bisschen was. Und dann kommt hier die nächste Rune rein. So muss das sein. Sehr schön. Langsam werden die auch ziemlich teuer. 380 kostet die nächste schon. So, okay. Irgendwas, was ich hier noch machen kann? Sind das da vorne Informationen? Ne, hier liegen einfach nur so Sachen rum. Okay. Was ich gerne machen würde, ist... Ich würde gerne dieses Tier hier zähmen. Wie kann ich das machen? Ah, okay, warte. Ich habe keine Pfeile mehr. Kann ich das nicht? Ja, genau, das halt mir... Oh, Vorsicht. Mist, was denn? Ja, ja, ich weiß. Ich möchte aber eigentlich... Oh, Mann. Okay, warte. Ah, jetzt ist er weggerannt. Ich konnte es aber eben machen. Ich habe nur nicht gesehen, mit welcher Taste. Kann ich mich nicht von hinten an den Rand... Nee, kann ich nicht, okay. Mist, Mist, Mist. Oh, okay. Muss einmal schnell seinem Dingens ausweichen. So, ich wollte ihn aber eigentlich befreien, damit ich dann halt auf ihm reiten kann. Da drüben ist er, da drüben ist er. So, wo rennt er hin? So, ich würde gerne... F! Nein! Wer hat ihn gekillt? Wer hat ihn gekillt? Ihr Drecksschweine! Das war mein Reittier! Oder zumindest sollte es mein Reittier werden, ey. Das finde ich jetzt richtig scheiße von euch. So, und jetzt tut mir leid, Junge. Aber, ah, das geht ja mal so gar nicht, wenn man mir mein Reittier klaut. Irgendwo hört... Ah, der Spaß nämlich auch mal auf. Oh, jetzt sieht er mich nicht mehr. Oh, aber hier ist ja noch einer. Warum kam gerade der Geist? Was wollte der Geist? Frag mich nicht, da ist schon wieder der Geist. Ach, das ist die letzte Position, an der sie mich gesehen haben. Vorsicht, der... Oh, shit. Der hat mich erwischt, oder? Ich bin tot, ne? Ach, das war ein... Das war so ein Unique Man. Ushbaka hat mich getötet. Ehrlich? Der hat mich getötet. Zum Hauptmann wurde er befördert dadurch. Uruks, die dich getötet haben, können Hauptmänner zu einem Kampf um ihre Position in Sarons Armee herausfordern. Wenn sie gewinnen, werden sie befördert und gewinnen an Macht hinzu. Okay. Ah, oh, so ein Kackvogel hat mich hier jetzt besiegt, ey. Und Ugo, der Ausbilder, wurde jetzt befördert. Okay. Wurde auch befördert. Hat ein Karagor gekillt, okay. Jetzt ist es aber scheinbar... Das ist mein Vergeltungsziel, okay. Also, wir wurden das erste Mal jetzt von einem Hauptmann getötet. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, haben aber Macht bekommen, komisch. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume. Okay, jetzt wollten wir kurz hier hin.
Und ich mache mir jetzt auch einfach mal auf den Weg, dass wir dort irgendwann nochmal angelangen. Was ist das hier denn eigentlich für ein Geysir? Kann man damit was machen? Keine Ahnung. So, wir wollten aber zum Turm. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Ah, scheiße, das hier ist eine Festung. Ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst, was es bedeutet, wenn das hier eine Festung ist. Dass wir aufpassen müssen, dass wir von niemandem gesehen werden. Und damit wir uns besser konzentrieren können, würde ich sagen, beende ich die Aufnahmefolge für dieses Mal hier an dieser Stelle. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Ciao, ciao.